Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 Ranglistenmodus. Bin mittlerweile Platin 3. Ja, geht also weiter nach oben. Ich habe heute einfach mal Bock auf Fiesta. Welcome to Nova. Also spiele ich das auch. Er hat Gear genommen, okay. Schauen wir mal. Ich habe. Ja, ganz gute. Das ist ein guter Tank. Den und den. Ich glaube, ich nehme die Harpien. Ich glaube, ich nehme die Harpien mit. Und werde sogar starten mit diesem Elite-Bogenschützen hier. Ist mal was anderes. Und werde dann schon mal nächste Runde im Rocco reinholen. Dass ich so gut wie möglich verkacke und Rocco hole. Gerade die nächste Wave sollte er auch ganz gut schaffen. Wenn ich noch was Kleines hinpacke vielleicht. Das hat er gerade so geschafft. Also wenn ich schon was Kleines hinstellen, damit ich nicht allzu sehr viel verkacke. So ein bisschen ist okay, aber es soll nicht zu viel sein. Wie viel Reichweite hat er denn? Sehr viel. Also kann ich ruhig hier schon einen hinstellen. Genauso machen wir das. So, Rocco haut schon mal rein. So, jetzt stelle ich hier einfach noch mal einen hin. Oder stell nichts hin. Schon Rocco. So machen wir das. Schon 7 Stück. Mit Arkan-Verteidigung halten die sowieso ganz gut was aus. Ja, das sieht gut aus. Bisschen was durchgelassen, aber nicht zu viel. Es hätte ein bisschen weniger sein können, wenn er noch einen Schuss rausgekriegt hätte, aber halb so wild. So, jetzt brauchen wir Stich. Das haben wir. Und ich werde den schon mal auf, weil der hat jetzt nichts geschickt. Also kann es gut sein, dass jetzt ein bisschen mehr kommt mit Blut oder sowas. Und da will ich ein bisschen gewappnet sein. Okay, nur 40. Eine Schnecke und eine Aufwertung. Schade. Okay, dafür kann ich das ein bisschen mehr abwehren. So, er hat die
Wölfe. Schicken wir einfach mal einen Turtle rein. Damit ich ein bisschen mehr Einkommen bekomme. Und ja. Ich warte den auf. Sollte reichen. Acht Worker sind schon mal da. Da habe ich einen guten Start. Ich habe einen sehr guten Start schon mal hingelegt. Wir schicken nichts. Oh, sieht gut aus. Da verkacke ich ein bisschen was. Sogar noch einen Down gekriegt. Zeit für den Walk-Up. Vier Mini-Skorpione sind noch übrig. Da noch nur noch zwei Hunde. Die Werte ab. So. Ich werde jetzt hier so einen Baum hinstellen. Oder hier. Und pack schon mal eine Harp hier hin. Ja, ich kann auch noch so eine Kaulquappe hinpacken. Wir wollen nicht zu viel verkacken. Nur ein bisschen. Vier Schnecken. Und ein Hörmild. Ja, okay, da werde ich wahrscheinlich mehr verkacken, als mir lieb ist. Ja. Sehr gut, ich bin auch durchgekommen. Mega viele Kaulquappen. Okay, wir schauen mal. Also er hat... Ich muss ihm gar nicht so viel schicken. So ein bisschen Stich oder sowas oder so ein Blut sollte eigentlich reichen. Habe ich wieder ein bisschen mehr aufgebaut. Also nicht so schlimm. Ich glaube, die haben das schon durchschaut. Da kommt gut was durch. Sehr schön. Hat nur eine Aufwertung geschickt. Okay. Ich bin soweit erstmal recht gut dabei. Ich glaube, ich baue hier einfach was hin. Den werde ich dann irgendwann entfernen, wenn ich den Bananenbaum da hinpacke. Kann man doch noch einmal? Ja, kann man noch einmal. Ich aber nicht. Zumindest die Runde nicht. Ja, schickt auch hier nur 20. Okay. Also ich glaube, so mit
Viel Fiesta wird das die Runde nichts. Die haben das schon zu schnell durchschaut und sammeln jetzt immer schon, um mir Fett zu schicken. Ja, also wenn ich ein bisschen Magie-Schaden noch mit reinpacke, dann komme ich auch mit den anderen Waves noch gut durch. So zum Beispiel. So, ich packe jetzt den Bananenbaum dahinter. Und dann kann ich den aufwerten. Und dann hielt er sich sogar noch. Können wir machen. Magieschaden hat er nur die Sakura-Blume. Vielleicht kriege ich einen Drachen rein. Also Drachen kriege ich auf jeden Fall rein. Mal sehen, was sonst noch geht. So, da ist der dicke Sam. 220. Okay, der Bananenbaum steht echt scheiße. Den hätte ich ganz vorne hinsetzen sollen. Den hätte ich ganz vorne hinsetzen sollen. Ganz vergessen, dass der so einen kleinen Fernkampfschaden hat. Steht sogar da. Ach du Kacke. Das muss ich auf jeden Fall ändern. Das heißt, ich brauche noch mehr Frontline. Ja, ich werde nur den einen Baum hinstellen. Mehr mache ich nicht. Und die sammeln jetzt. Ja, er steht noch hinter dem Elitebogenschütze. Das ist wirklich kacke. Das ist nicht gut. Ich packe ihm tatsächlich schon mal eine Hexe rein. Und dann noch ein bisschen Frontline. Ich nehme das Einkommen. Ich muss den hier vorne hinpacken irgendwie. Den anderen. Ich pack da einfach noch einen hin. Das sieht jetzt ganz kurios und komisch aus. Aber so ist das. Da habe ich jetzt einmal richtig reingekackt. Und nur 60% Rückgeld ist natürlich nicht so toll. Aber ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Ein Dino und eine Mega King Aufwertung. Habe ich mehr erwartet. Der ist auf jeden Fall durch. Der ist richtig gut durchgekommen. Jetzt kann ich wieder ein paar Worker aufstocken. Ah, da gibt es gut Geld. Die kriegen richtig gut auf die Fresse. Sehr schön. So gefällt mir das doch.
Sturmlocke holen. Ich werte jetzt. Den kann ich noch nicht aufwerten. Ich kann den aufwerten. Und kann noch einen Worker holen. So. Ich baue heute tatsächlich ganz komisch. So, ich guck mal. Das ist ein Madman. Das heißt, 13 wäre nicht schlecht. Ich kann aber auch auf 14 gehen. 14 ist sogar noch besser. Weil dann schicke ich einfach einen Ogre mit rein. Genauso machen wir es. Okay, jetzt geht's wieder vom Positioning her so ein bisschen. Ja, kannst du das blocken? Hast du eine King-Aufwertung bekommen? Solltest du eigentlich hinkriegen. Ja, gut. Dann muss ich jetzt ran. So, dann werte ich den Baum so auf. Und stelle hier davor noch einen. Und den anderen kann ich dann zu diesem Explosionsbaum aufwerten. Den da. Ich muss auf jeden Fall mal rollen. Ich brauche magischen Schaden. Kaukappen raus, ich bringe mir nichts mehr. Stich habe ich ganz gut. So, das heißt, wir hauen jetzt. Ich könnte auch ihn reinhauen, ne? Erstmal so. So sieht das gut aus. Okay, da habe ich nochmal abgewehrt. Die werden aber jetzt wahrscheinlich auch nächste Runde schicken. Das bedeutet für mich, ich baue jetzt ganz viel Shit hin. Ich baue jetzt ganz viel Shit hin, damit ich das blocken kann. Hoffentlich meins. Und im Zweifelsfall vielleicht auch noch das von meinem Teammate. So, Regenerationsbaum, Explosionsbaum. Könnte ich schon aufwerten? Ja, könnte ich. Bringt mir aber jetzt noch nichts. Wir machen das so. Was kriege ich noch hin? Nichts mehr großartig. Dann machen wir ein bisschen Fernkampf rein. Eine Blut noch und einfach die Schnecke noch. Weil die Schnecke noch reingeht. Okay, 400. 780 hat er von mir bekommen. Er hat ein Schwein mittlerweile. Hat aber gut gesplittet. Ah, der Ogre, der knüppelt hier alles weg. Ich bin durchgekommen, sehr gut. Ne, ich block das nicht. Aber er blockt. Aber ich habe gut abgewehrt. So viel ist gar nicht durchgekommen. Und durch Fiesta sogar noch mal mehr Geld. Hohoho. Ho, ho. Ja, war's das? Gerade so nicht 1% noch. Ach du Scheiße. Okay. Pyro. 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 Noch mehr Worker. Das ist eine gute Wave für mich. Da muss ich dann Magieschaden mit reinpacken.
komme ich da gut voran? Ich weiß noch nicht was. Schamanin muss nicht unbedingt sein. Das ist doch nur Alibi geschickt. Auf jeden Fall das. Und dann muss ich noch irgendwas Magisches reinballern. Dich fertig auf. Hat er dicke Tanks? Ja, ein Madman steht dort. Sonst eigentlich nicht. Schwein vielleicht noch. Ich hau mal das Voreis mit rein. Dann kriege ich sogar noch so ein Robo raus. Schon wieder über 600 bekommen von mir. Oh. Ja, wir müssen nicht viel durchkommen. Hauptsache, wir kommen durch. Das ist wichtig. Und das sieht so aus, das wird's Game sein. Ich habe abgewehrt. Das blocke ich dann auch noch. Jawohl. Ja, trotz dass ich den einen Bananenbaum kacke platziert habe, haben wir doch noch das Game gewonnen. Victory. Aber es hätte auch in die Hose gehen können. Ja, das war eine weitere Runde Legion. Schau doch gerne bei den anderen Videos vorbei. Zum Beispiel hier, da habe ich das neue Minion Rumbo gespielt. Mit T6 Einheiten für den Anfang. Bis dahin, ich wünsche dir einen entspannten Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.